Moin meine geilen Städtchen, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge GeoGuessr. Und heute gibt es ein kleines Spezial, denn diesmal sind erstmal alle von Team Pete's mit dabei. Hey! Selbst spielt das quasi zum ersten Mal mit. Jo. Und wir haben eine GeoGuessr-Liste gefunden von COD-Maps, beziehungsweise Orten, an denen die COD-Maps angelagert sind, von Call of Duty. Und keine Ahnung. Denn? Ja, keine Ahnung. Das Format bitte also, umbenennen. Peter blamiert sich. Ja, ich glaub, also ich gucke mich jetzt mal langsam um. Ja? Ich spiele das erste Mal, also Peter, ja. Wir geben die Sicht frei, also wir haben ja nur wir können uns hier eh nicht bewegen, glaube ich. Ey, es sind nur... Das ist etwas Nicht-Japanisches. Ich habe etwas Nicht-Japanisches entdeckt. Da ist auch ein Nicht-Japaner. Ich glaube, das sind alles keine Japaner, lieber Jonathan, wenn man sich die Leute anguckt. Koreaner, Asiaten, was weiß ich. Also man kann reinzoomen oder was? Ja, man kann voll rauszoomen, oder wie? Ja, genau. Ey, du kannst auch einen Deutschen von einem Holländer kannst du nicht unterscheiden. Guck, das sehen wir in der Kamera. Nein, das weiß ich nicht. Ja, okay, wenn ich mir Peter anguckt, dann denke ich mir schon so. Ey, Alter, kann das sein? Der eine Mann ist nur zur Hälfte, da gucken nur die Beine raus. Wie krass ist das denn? Jetzt kann man auch ein bisschen rumlaufen. Ja, Leute. Nee, kann man in diesem Modus jetzt wohl nicht offenbar. Das ist ein 360-Grad-Foto. Genau, das ist nämlich ein Foto. Also das ist ein erstmal ganz überhaupt, weiß jemand, was das für eine COD-Map ist? Gesundheit. Nein, überhaupt nicht. Ich auch so gar nicht. Könnt ihr mir vorstellen, dass das irgendein Park ist in... Ja. Ja, aber welche COD-Map hat einen Park mit Bergen irgendwie als Grundlage? Also ja, genau, welche COD-Map... Also in Japan dürfte es ja schon mal nicht sein, weil keine COD-Map spielt in Japan. Keine COD-Map spielt in Japan? Das ist aber eine harte Aussage. Was ist denn mit den neueren Selbst die Kriegsdinger halt auch nicht, oder? Ja, aber in den neueren Teilen, wo du irgendwie hier Infinite Bla Warfare hast oder so, läufst du da nicht auch durch irgendwelche Innenstädte? Boah, bestimmt. Also das sieht natürlich nicht so aus wie hier, logisch. Aber ich habe überhaupt keine Ahnung, was das ist. Also wenn hier nicht gleich Pripyat kommt oder sowas, obwohl ist da Google Auto mal durchgefahren. Das scheint, also das scheint mir vom Platz her irgendwie so ein beliebtes Ding zu sein, wo asiatische Menschen gerne hingehen. Und ich weiß nicht mal, muss ob das ja Schloss Neuschwanstein sein. Ja, genau. Alleine deswegen würde ich schon fast sagen, das ist nicht in Asien. LOL, das also sehe ich ja jetzt erst. Ihr seht, da wo die Füße da sind, ne? Vor dem Typen. Ja. Ja, da links neben ist ja noch so ein halber Typ, wo die Frau wiederum links davon ist. Wo die Frau und der Mann zusammen sind. Ja, das ist voll witzig. Ist ein bisschen lustig. Okay, komm, ich mache jetzt auch ein Guess. Und zwar mache ich den Guess. Warte mal, seid ihr fertig? Nee, Jay muss das jetzt da drücken. Ich wollte gerade sagen, weil Jay... Ich habe noch keinen gemacht. Ja. Jay, ich habe geguessed. Also ich wäre bereit to make a guess. Okay, ich habe ein... Ganz ehrlich, man erkennt das doch hier. Also du darfst natürlich noch nicht sagen, wie weit du weg bist und so ein Scheiß, Sepp, ne? Okay, ich mach jetzt auch mal ein Guess. Okay. Ich mach auch ein Guess. Seid ihr alle durch? Seid ihr alle gegessert? Was? Christian nicht? Nein. Ja, du hast so genuschelt, hab ich nicht verstanden. Nein. So, das ist bestimmt da. Make okay, guess. Darf ich? Dann mach jetzt auch. Okay. Das ist Südkorea? Ja, das ist Nordkorea. Das ist Nordkorea? Das ist Pyongyang. Ich hab auf Seoul getippt. Als ob du das wusstest. Seoul war nicht schlecht. Seoul war Christian. Seoul ist krass, ja. Ich habe halt Tokio auf Vietnam getippt. Ich habe halt China getippt. Also man hat halt an einem der Bäume hat man tatsächlich ein Schild gesehen mit chinesischen oder asiatischen Zeichen. Ja, keine Ahnung. Das ist geil, weil ich habe ein Schild gesehen und habe mir gedacht, da steht irgendwie 4463 drauf. Benutzen die unsere Zahlen? Und so, ja, okay. Ey, wie kann denn... Das sah doch viel zu idyllisch aus. Okay, next round. Next das kann auch gar nicht. Das ach du Scheiße. Okay, next round. Okay. Ja, das ist doch easy. Okay. Was ist das denn? Ja, wo kann das denn nur sein? Easy, Freunde. Fuck. Seit wann gibt's den Call of Duty? Alter, was ist denn das für ein wann gibt's den Call of Duty Nordkorea Warfare oder sowas? Oder Scheiße. Ganz schön viel Nordkorea, ja. Ja. Ach, das ist Nordkorea? Ich dachte, das wäre Russland. Ja, es ist Russland. Moment, ist das ernsthaft auch Nordkorea? Zumindest. Nee. Das ist, Hainan. No! 1,7 Kilometer daneben. 544 Meter. Oh, Scheiße. Was? Boah, Jay, warum hast du denn eigentlich geholfen?
Hab ich doch gar nicht. Hast du denn geholfen, Alter, wenn du das nicht siehst? Meinst, also meinst du jeder, blind. Meinst du die Schriftzeichen und du hast ja eine Flagge auch da. Ich hab die Fahne da, ne? nicht gesehen. Ja, ja und wer sonst eine Flagge? Alter, du wirst direkt da rein eingeblendet. Tut mir leid. Ja, also mal kein Witz. Also, selbst Peter hätte das hingecheckt. Der hat nur gerade so dumm getan. Wobei die Bauweise von dem Riesengebäude. Ich hätte die Frage. Ich an Amerika gedacht, aber. Naja. Tja. Du bist. Wer hast du? Ja, das ist der Ark. Gut, genau. Ich hab's so. Ark of Triumph of Idols. Ah! Das ist ich hab da mal auch einen Guess gemacht. Ich mach den Guess. Ja, ich wollte gerade sagen, also das ist schön, wenn ihr immer sagt, was das alles ist, bevor noch nicht alle durch sind, ne? 157 Meter war ich dran. Nice. Was? 151 oh, nice. Meter. Ja, nice. Oh, weißt du, Peter wusste nicht mal, ob es in Nordkorea ist. Alter. Ach komm, laber doch keinen. Hallo? Als ob der nicht klar. wusste, dass er dort Peter blamiert sich. Ja, heißt aber du das sollst Format, trotzdem vorne ja. erzählen. Ach, jetzt weint man nicht so rum, nur weil er da ein paar safe Punkte verkackt hat. Play next round. Du hast oh, Nordkorea! Also wie Jay sich aufregen würde, no, wenn wir ja, das Jay machen würden. Also, ich glaube, das ist Südkorea. Gerade der Regelnazi. Das ist definitiv Nordkorea. Okay. Das ist Kyoto in Nordkorea. Also sind wir schon bei der nächsten Runde? Ja, ja. Play next round. Das ist schwer. Ja, ja seit Lava kein Bullshit. Wo ist das denn? Du bist so ein Labersack, das ist ja schrecklich. Was? Krieg ich das auf dem Meter genau hin? Das ist dann wohl super einfach wieder. Na, wo war das denn nochmal? Ja. Jo, ist, willst du mich jetzt veralbern? Keine Ahnung. Was ist denn hier? Da ist Bruder, die Insel. Er redet. Oh, er hat gesagt, es ist eine Insel, das ist Malle. Das ist alles rigged. Malle? Ist das denn? Ich finde das auch gerade nicht. Ich finde das eine, auch nicht. Oder das ist das andere? Hä? Moment. Oh, ich weiß sogar, welches das ist. Das kann doch nicht sein. Okay. Ja, okay. Hab's. Auf welcher Seite sitzen wir denn von dem Gebäude? Meins. Da ist das. Ne, ich hab's immer noch nicht gefunden. Ah, da sind wir. Ich bin auch gerade unsicher. Doch, da ist das. Ja, aber wo ist es denn hier auf der Karte? Ich also war da noch nie. Genau übrigens. Da stehen. Das muss doch hier sein. Nee, warte. Meter noch näher dran. Ja, das kann ich. Das kann ich. Make guess. Ich bin 120 Meter angeblich daneben. Ich bin 50 Meter daneben, das kann auch nicht. Ihr seid, ihr seid an dem Falschen. Nee, ich war mit Christian da. Nein, ihr seid an dem das, was ihr da seht, ist Haus Northpool, müsst ihr hin, wa? Das ist das, was am nächsten an dem Gebäude dran ist. An dem neuen. Genau. Du siehst doch sogar das neue World Trade Center direkt vor der Nase. Ich habe immer noch nicht gegessen, by the way. Okay. Ne, aber ja, boah, als ob das nicht klar ist, dass es das scheiß Memorial vom World Trade Center ist, ey. Ich such da noch auf dieser scheiß Map. Okay, such das halt auf Malle. Mann, ist mir doch Latten. Das ist östlich, pass auf, das ist östlich der Berliner Mauer. Ja, das stimmt. Kein Witz. Wann ist es östlich? Kein Witz, irgendwann. Ja. Ich glaube, das sind 500 Meter bis da. Gibt es die Berliner Mauer irgendwo in New York oder was? Ja, ich bin trotzdem der Meinung, dass Jay nicht immer erzählen sollte, was das ist. Ich habe es getippt. Ja, fast getroffen. Ja, ich bin gerade noch dabei, das genau herauszufinden. Ich mache jetzt einfach hier so. Westlich davon ist die Berlin Wall. 5000 Punkte, 59,4 Meter. Ja. Ich glaube, wenn du irgendwie bei 250 Meter oder so bist, kannst du nicht mehr Punkte. Nee, tatsächlich, da wo der Dingens ist, ist es eigentlich auch fast logisch. Naja. Was ist das denn? Nächste Runde, Freunde. Warum gibt's denn eine COD? Oh, jetzt darf man laufen, oder? Jetzt kannst du laufen. Oh, stimmt. Okay, ich werd für mich beobachtet. Aber man muss. Ja, direkt am Anfang so. Wow. Ey, guck mal, es gibt einen Shooting-Simulator, das ist ja geil. Hä, Alter, wo ist denn mit VR Map und sowas? In COD? Ich will ja nicht wieder groß verraten, ja, aber ich könnte vermuten, dass das nicht in Italien ist. Aber ich möchte nicht schon wieder zu viel verraten, damit sich Bram nicht aufregt. Wieso haben die hier nirgendwo so eine... Ja, muss man rausgehen, komm. Peter. Ja, komm, wir wandern. Ja, viel, aber rein. Weit raus kann man nicht. Ja, wow, jetzt bin ich im Hinterhof hier. Das bringt mir gar nichts.
Was ist das überhaupt schon wieder für eine COD-Map? Kann mir mal einer erklären. Alter, Ronnie Sunshines ist das schön hier. Okay. Ich suche noch genau die Stadt. Ich habe ehrlich gesagt, keine Map tatsächlich gefunden. Du hast eine Stadtnamen gefunden? Das Problem ist, ich hab zwei. No shit, Mann. Aber wo ist das? Also ich kann nicht weiter raus als zu den Mülltonnen. Das ist groß. Kann ich vielleicht drinnen rumsuchen? Und mal rein hier. Ja, shoppen. Was gibt es denn hier so zu kaufen? Guck mal hier. Okay, ich mach mal meinen Guess. Komm, scheiß drauf. Alter, eine fette Armbrust. Krass. Ja. Yeah. Hier ganz viele Messer. Ich hab gemacht. Boah, krass. Als ob sowas. Wieso? Wo hast du denn bitte die Stadt gefunden? Ich hab die noch nicht gefunden. Die anderen die auch schon gefunden. Eine Stadt? Nein. Ja, Sepp sagte doch, der will unbedingt die Stadt finden. Ich mach mal hier einen Guess. Wie lange der immer braucht, bis der geladen hat. Alter, da sind ja richtig fette Wumsen da hinten. Naja, immerhin. Das kann ja nur America sein. Immerhin, ne? Ja, also eine Stadt habe ich auch nicht gefunden. Also ich habe da irgendwo Region gefunden. Ach, und das shit. War 76. Ne, 276 Kilometer daneben. Na, ich habe 408. Boah, Alter, nicht schlecht, Mann. Ich hab echt gedacht. Dein Guess. Ich, ja. Boah, komm, ich fange jetzt auch mal. Jetzt lauern sie nicht so eine Scheiße, ey. Ja, ich hab auch keine Ahnung. Ich hab auch ehrlich gesagt keine Ahnung. Hast du schon gegessen, Sepp? Nee. Haben die anderen alle? Ja, ne? Ja. Ich hab. Ja, ne? Ich müsste mich entscheiden zwischen zwei Ländern sogar. Ist noch nicht mal so verkehrt. Ja, oder nicht, das sicher. Könnte auch Kanada sein. Warum gibt es denn so viele Autos, wo die fucking Seite auf der rechten. Ach, Mann. Ach ja. Fuck, ich hab keine Möglichkeit. Boah, ist das jetzt an der West- oder an der Ostküste? Scheiße, keine Ahnung, ey. Ja, komm, Jungs. Du machst das, komm. Ich vermute mal, das ist die Westküste. Seid ihr fertig? Nein. Alter, weißt du, wie riesig die Westküste ist? Ja, weißt du, wie doch mal lange Gas. Wie gibt doch mal Gas jetzt zweimal nicht so rum. Ich muss mich nur entscheiden zwischen Großbritannien und Neuseeland. Jetzt lass die schauen, Jungs doch da mal machen, ey. Ja, okay. Großbritannien oder Neuseeland? Ich kann dir auch nicht erzählen. Hey, ja, weil safe die Westküste, Mann. Das ist ja okay. LOL, alles klar. Christian hat gegessen. Ja, komm, dann gesse ich jetzt auch. Nee, hab ich noch nicht. Aber jetzt habe ich gegessen. Okay, dann gesse ich jetzt auch. Und zack. Wie viel sind wir daneben? 431 Kilometer. Mann, ich hab sogar Dingens. Es war East Sussex, ja. Es gab ein Schild. Nee, oben. Das ist kein Spaß. Oben in dem Gunshop stand ein Schild drin. East Sussex. In dem Gunshop gab es auch ein Schild mit New Zealand, ja? Ja, und es gab ein Schild. Und es gab überall. Das hat mich auch verwirrt. Weil das ist Werbung für dieses Richstone und das ist aus Neuseeland. Ja, ich dachte, aber das wäre halt in fucking Neuseeland. Du hast echt auf Neuseeland getippt. 20.000 Kilometer. aber das stand, die E-Mail-Adresse, also die Internetadressen waren auch alle co.uk. Ja, ohne Scheiß, das stand doch auch British direkt im ersten Startding, stand doch überall in dem Schaufenster British Weapons. Jay, wolltest du nicht Amerika machen? Ja, natürlich, das war die ganze Bullshit-Gelaber. Das war die ganze Zeit über Bullshit-Gelaber. Ich bin, ohne Scheiß, aber ich hab halt Lake Pike oder sowas gefunden, ganz hinten im Shop, wo die Waffen waren. Und deswegen bin ich halt im Lake District. Genau, das habe ich auch gerade noch gesehen. Das ist im Norden von Vereinigten England. Ja, im Norden des Vereinigten Königreichs gibt es halt den Lake District National Park und da habe ich Scarfell Pike gefunden. Dachte mir, das wäre da. Ja, also weiter weg gewesen. Ja, ich drück weiter. Alter. Was ist das? Oh Gott, hier sind Geister, Alter. Ja, ohne Scheiß. Ich glaube, ich weiß nicht, was das ist. Das ist Hogwarts. Leute, du weißt, was das ist. Lol, Alter, das ist Springfield mit den brennenden Autoreifen. Ja. Was? Okay, ja, wo war kennst das du doch. Mal, kennst du nicht diesen riesigen Dingens, der sich immer wieder das selbst geht tatsächlich erzählt, ne? Bei mir jetzt auch relativ schnell. Ich bin mir ziemlich sicher. Ich weiß noch nicht mehr, wo genau das shit? War. Guess gemaked. Ist doch nicht euer Ernst. Okay. Kann man nicht erzählen. Kann man sich hier bewegen? Also ich
Nee. Ich weiß, was das ist, glaube ich, aber ich bin mir unsicher, wo genau das ist. Hey, kann man doch nicht jetzt. War er da? Oh. Ja. Das kann man wissen. Nee. Ja, ne. Ja, wow, hier Ronnie Sunshine Gun Ding kann man auch wissen. Ja. Wenn man reizt, ich könnte mir vorstellen, dass Sepp mit seinem Neuseeland-Tipp jetzt besser wäre. Ein paar mehr Orte gibt, wo Feuer aus dem Boden kommt. Nee, eigentlich gibt's nur einen auf der Welt. Nee, ein paar. Okay, das ist der Ulugülü-Ülü-Tük-Fuyuyuku. Nee, ich meine keinen Vulkan. Ach so. Okay, ich mach mal meinen Guess. Ey, ich hab keine Ahnung, kein Scheiß. Wo habt ihr denn daran erkannt, was das war? Ich habe auch noch keinen Guess. Scheiß, ich hab auch noch keinen Dreckspiel, Guess. Ey. Vor allem, wo sieht das denn da so aus? Welches Land soll das sein? Wer macht denn eigentlich immer so Fotos, weißt du, wo alles so mega verschwommen ist? Das ist doch auch unfassbar kacke. Was ist das für ein Scheißfoto? 360. Was ist das, wenn du mit dem iPhone versuchst... Ja, ohne Witz, guck dir doch die Leute mal an. Sobald du auch nur einmal reinzoomst, weißt du, kannst du schon wieder anfangen, hier Pixel zu zählen. Nein, kannst Panoramafoto machen, da kannst du die... Das ist halt eine ältere. Ja gut, dann schneidest du die zusammen. Ja, okay. Und so sieht das halt auch aus. Hey, also, komm, wir können ja mal true reden, ja? Ist das jetzt ein Vulkan oder nicht? Nee, du kannst erstmal, kannst du guessen. Ich wollte gerade erstmal kannst du guessen. Dann würde ich gerne wissen, ob das ein Vulkan ist oder nicht. Keine Ahnung. Jay, ich habe schon profitiert also von euch. Ich würde sagen, ich glaube, das ist ein Vulkan. Das heißt, an eurer Stelle würde ich auf jeden Fall das Gegenteil tippen. Aber von dem, nicht, was ich glaube. Hast du schon gegessen? Beispielsweise auch diese Höllenpforte irgendwo in Südosteuropa oder so? Also stellen, ja, lass mal alles verraten halt die ganze Zeit. Wo gibt es denn eine Vulkanmap im fucking COD? Wir spielen einfach zusammen. Warum spielen wir überhaupt gegeneinander? Wir spielen doch. Das ist sowieso viel cooler. Jetzt weint doch mal nicht so rum. Ja, und was? Ich verstehe das Trash-Talk, Leute. Ja. Mein Gott, ey. Ja, ich verstehe auch nicht. Scheiß. Also, wo Feuer aus dem Boden kommt, dann gebe ich doch mehrfach auf die Erde. Boah, ich denke Amerika, mal, ich gebe euch jetzt Island mal. Oder Europa ist. Ja, ich gebe euch jetzt mal allen einen Tipp. Ich glaube nicht, dass das Gabun ist. Da, ich habe einen Guess gemaked, Leute. Ja. Ich bin echt noch wirklich überfragt gerade. Einfach mal ein Guess maken zwischendurch, weißt du? Einfach mal ein Guess maken, ja genau. Einfach mal maken, Junge. Alter, ich hab echt... Alles komm, klar, scheiß drauf, ich mach jetzt hier das. Ich bin wahrscheinlich super... Nee, warte. Ich such gerade noch. So, ich werd's hart verkacken, weil ich's halt, glaube ich, nicht richtig mache. Ich bin am weitesten weg. Nee, Christian, weiß ich nicht. Ich werde auf jeden Fall auch weit weg sein, glaube ich. Ist das denn jetzt hier, was ich suche? Da! Warte. Ja, so. Keiner hat keinen vernünftigen Maßstab, möchte ich mal sagen. Was ist denn jetzt? Was suchst du denn? Vielleicht kann man dir helfen. Ich frag mich wo denn die COD-Map war. Jetzt sind ja alle fertig. Wo Feuer aus dem Boden kommt. Ja, komm hier, kommt. Zack. Make guess. Also ich hab 12.731. Ja, hab ich auch, Christian. Wir haben genau gleich getippt. Ja, sicher, ja. Ich war schon da, Junge. 5,2 Kilometer. Nein! Du bist so ein Nice, Peter. Du bist so ein Sticker. Da hast du natürlich jetzt echt so mal den Jackpot, wenn man schon mal da war. Wo ist denn der Hawaii, ey? Das wäre das Ding, wo halt dieses Feuer aus dem Boden rauskommt, was ständig auf Galileo läuft, was irgendwo da im Nahen Osten... Nee, ist doch ein aktiver Vulkan, Junge. Da bin ich schon mit dem Heli drüber geflogen und alles. Du meinst den sagen, Krater von Derwitze. Der Krater ist nahe der Ortschaft. Peter, ein bisschen die Punkte gebrochen. Break, ja, genau. Alter, Scheiße, ich habe halt irgendwo was mit Rocky Mountains einfach gesucht. Hier nicht Rocky Mountains. Wie heißt denn das da? Grand Canyon. Also. Rocky Mountains ist ja woanders. Oh, wäre auch nicht Südosteuropa gewesen. Turkmenistan ist da eher so bei Afghanistan. War schon stark, okay. Peter. View Summary, gucken wir mal. Boah, ich hab gewonnen! Was? Jawohl! Dann ich auf dem Video gestern, kein Bock mehr auf das Spiel. Und nur weil ich den Tipp mit Nordkorea gegeben habe. Ja. Ja, nur Scheiß, Jay. Deswegen. Nice, Jay. Sonst hätte ich nämlich gewonnen. Das hätte ich gewusst mit Nordkorea. Nur deswegen. Die 2 Meter da. Ah ja, das ist aber auch echt eine miese Sache, dass dieses scheiß Hawaii dann da kommt. Ohne Scheiß, habt ihr mal so, habt irgendeine eine einzige COD-Map erkannt? Nein. Nee, nicht eine einzige. Leider. Nee.
Nicht einer, oder? Nicht aus welchem alle. Teil. Ich wusste auch nicht, dass COD so hart Korea fixiert ist. Ja, ich wusste auch nicht, dass man so auf dem Pyongyang rumrennt. Ja. Das ist mir auch noch nicht aufgefallen. Aber war ja ein COD-Special. Alter, 117 Meter, 59 Meter. Ich habe die schnellste Runde gefahren. Ne, 50 Meter. Sepp hat die schnellste Runde gefahren. Die schnellste? Was? Ja, quasi. Was du? Ja, hier was? Mit dem World Trade Center ist Sepp am nächsten Mal. Achso, ja, ich war den besten daneben, Guest ja. von allen gemacht, mit 50 Metern. Ja, immerhin, das war, ich hab also, quasi aber das bringt gefahren, dir genauso aber bin letzter geworden. Guck mal hier, Peter hat nicht einmal 5000 Punkte. Er sollte sich schämen, dass er so gewonnen hat. Vielen Dank fürs Zusehen, haut rein, bis zum nächsten Mal, tschüss. Ciao. Tschüss.